Hallo Leute und herzlich willkommen. Ja, Sascha mal wieder hier für euch am Start. Und zwar habe ich heute meine Solo-High-Round-Strategie für euch, ja, auf der Map Tsutsumo no Shima. Ja, ich hoffe, ich habe es diesmal mal richtig ausgesprochen. Und zwar habe ich heute eine Solo-Game gezockt, ja, und ich bin das erste Mal jetzt auf dieser Map so wirklich auf High-Round gegangen. Ich wollte eigentlich über 80 Runden machen. Das hat leider nicht ganz so geklappt. Ich habe am Ende dann 75 erreicht. Und da ich bis jetzt noch nicht wirklich viel gefunden habe auf YouTube, dachte ich mir, ich zeige euch einfach mal meine Strategie, wie ich es gespielt habe. Und zwar habe ich das Setup ganz normal gespielt, wie immer natürlich. Habe mir die Wunderwaffe geholt, den Schädel geholt. Und ich habe mit Perkaholic gespielt, ja, weil es ein Solo-Game war. Und ich muss sagen, mir hat es extrem geholfen. Erstens, dass Schockkaugummi, hier Cherry Cola oder wie das heißt, ja, das hat mir extrem geholfen. Also wenn man nachlädt, dass die Zombies dann betäubt werden sozusagen. Und Witwenmacher hat mir auch extrem geholfen. Es ist einfach so, es hat mir so oft den Arsch gerettet im Bunker, wo ich gelaufen bin. Und zwar hatte ich da noch dabei die ICR. Mit Deadwire oder auch Tote Leitung. Sehr, sehr wichtig, mit Tote Leitung füllt sich dieser Totenkopf extrem schnell wieder auf. Ja, wenn ihr lauft, Tote Leitung ist ja sowieso gepatcht worden oder ist jetzt schon länger. Ich denke mal, ihr wisst das alle schon. Oder die meisten wissen das. Und Deadwire ist extrem gut hier auf dieser Map. Gerade wegen dem Totenkopf, weil er sich halt so schnell auflädt. Natürlich im Hintergrund zeige ich euch das Ganze. Ja, ihr werdet es gerade sehen. Und dann habe ich, ja, was ich noch nie gemacht habe in einem Solo-Game, mit Mutiert gespielt. Und mit der Standard-Shotgun, ja, mit der Wand-Shotgun. Obwohl man auf Eisendrache konnte man die auch spielen, ganz gut mit Feuerwerk oder Hochofen wegen den Robotern. Aber hier habe ich sie aus einem anderen Grund gespielt. Auch nicht wegen den dicken Viechern, den Mutierten, nein, sondern weswegen wohl. Wegen den verkackten Spinnen. Ja. Wirklich, diese Spinnen haben mir bis jetzt immer den Down beschert irgendwann, ja, weil sie einfach so beschissen gespawnt sind und dann immer in den Weg gelaufen sind. Und mit Mutiert war auf einmal dieses Problem weg. Ja, das Problem vorher war bei mir, wo ich nur mit Deadwire gespielt habe und mit zwei Waffen, die Spinnen wurden von dem Deadwire nicht angegriffen. Und man musste sie immer einzeln töten. Und irgendwann. Es gibt so Momente, da spawnen extrem viele Spinnen und man kommt einfach mit dem Töten nicht hinterher. Ja? Mit Mutiert ist das Ganze anders. Und zwar habe ich das Gefühl, wenn ihr den Mutierten dann draußen habt, und das habe ich, habe eigentlich immer geguckt, wenn ich gerade keinen Totenkopf in der Hand hatte, dass immer ein Mutierter draußen ist. Erstens macht der Mutierte für euch extrem viele Kills. Also ich schätze mal so 20% der Kills macht allein schon der Mutierte. Das heißt, die Runden gehen viel schneller. Die Zombies konzentrieren sich auch teilweise auf den Mutierten. Das heißt, es sind nicht immer die ganze Zeit alle Zombies bei euch. Das ist auch sehr gut. Der Mutierte rettet euch oft den Arsch, indem er einfach irgendwie die Zombies vor euch oder hinter euch wegboxt. Das hatte ich auch öfters. Und euch so befreit, weil in dem Bunker, da ist der Spawn schon nicht ohne, weil sie kommen von der Treppe, von oben, von der Seite, aus dem Boden, überall. Ja, der Spawn ist echt nicht ohne, da müsst ihr ein bisschen trainieren. Und ich habe das Gefühl, wenn ein Mutierter da ist, die Spinnen sind komplett verwirrt. Sie wissen nicht mehr, wen genau sie angreifen sollen. Und manchmal laufen sie einfach im Kreis, aber meistens gehen sie nur auf den Mutierten. Und das Gute ist, der Mutierte boxt die Spinnen einfach weg. Und in dem Game habe ich wirklich das erste Mal dieses Mutiertier gezockt. Und ich habe einfach festgestellt, das ist so verdammt gut gegen die Spinnen, dieses Mutierte. Ich hatte wirklich keinerlei mehr Probleme mit den Spinnen. So, dann habe ich natürlich als dritte Waffe die Wunderwaffe, die diesen grünen Schleim schießt. Die habe ich noch gespielt und da werde ich euch auch dann im Video zeigen, wo ich meistens immer hingeschossen habe. Und zwar an diese Ecke, werdet ihr im Video sehen. Und dort sind halt immer die meisten Zombies hergelaufen und dort wurde halt der meiste Flächenschaden gemacht. Ja, da habe ich dann immer hingeschossen und sobald ich immer den Totenkopf hatte, habe ich den Totenkopf benutzt,
Und das werdet ihr auch in dem Video sehen, wie ich dann gelaufen bin. Ich habe irgendwie, zumindest kam es mir so vor, einen Weg gefunden, wie man dann am meisten aus diesem Totenkopf rausholt, ja, am meisten Kills damit macht. Wo am meisten die Zombies, oder wo die Zombies am schnellsten spawnen. So habe ich es zumindest im Gefühl gehabt. Und so an sich in dem Bunker laufen, wie gesagt, es braucht ein bisschen Training, aber wenn man es einmal kann, dann ist es eigentlich relativ easy. Den Laufweg zeige ich euch natürlich auch, wie ich immer meistens gelaufen bin. Und ja, sobald ihr natürlich ein Power-Up seht, so habe ich das zumindest immer gemacht, sobald ein Power-Up, wie zum Beispiel Todbringer oder Insta-Kill gedroppt ist, habe ich instant meinen Totenkopf gezückt, habe den leer geschossen und habe dann erst dieses Power-Up genommen. Wirklich Leute, bitte macht das immer, weil ihr nehmt Insta-Kill, sprayt einmal drauf, der Totenkopf ist direkt wieder voll. Und ich meine, das Perk, das steht ja ein bisschen so im Raum, bis es weggeht. Das dauert ja, glaube ich, 30 Sekunden oder sowas, bis das Perk dann weggeht. Und nehmt es dann wirklich erst im letzten Moment. Nutzt alles von diesem Totenkopf aus, weil diese Waffe, ich kann mir nur vorstellen, dass sie die noch patchen, aber dieser Totenkopf ist ja mal so krass overpowered. Das ist wirklich auf dieser, ey, ich habe noch nie so eine krasse overpowerte Waffe. Okay, die Bögen, die waren schon echt krass, aber der Totenkopf, also wirklich, wenn ihr irgendwie euch befreien wollt oder so, der Totenkopf, ihr könnt damit quasi nicht sterben, wenn ihr den, theoretisch könnt ihr es so machen, dass ihr diesen Totenkopf immer aufbewahrt und nur den rausholt, um euch zu befreien, aber dann würde die Map wirklich viel, viel länger dauern, wie sie mit dem Totenkopf nur dauert. Und ja, was kann ich noch so alles sagen? An sich, also das ist jetzt auch der einzige Spot, wo ich bis jetzt gelaufen bin, andere Spots kenne ich noch gar nicht. Ich weiß, dass es bei dem Totenkopf, dass manche, ich habe schon manche gesehen, die bei dem Totenkopf unten drin laufen. Nur da soll der Spawn richtig extrem sein. Und wie ihr seht, ich habe ohne die gepunchte Wunderwaffe gespielt. Also ohne die gepunchte KT4. Ich habe sie einfach so gelassen, wie sie ist. Weil ich habe die jetzt eigentlich nur, ich habe die eigentlich kaum benutzt. Ich habe die eigentlich nur benutzt ab und zu, um ein bisschen Flächenschaden zu machen. Und einfach um die Spinnnetze kaputt zu machen und einfach so, dass ich sie habe, weil sie immer noch One-Shot ist, egal in welcher Runde, und man ab und zu kann man sich halt doch noch damit befreien. Ja, ansonsten war es das eigentlich, ja. Die Shotgun habe ich eigentlich immer nur benutzt, um wieder die Mutierten sofort wieder, um sofort wieder einen neuen Mutierten zu rufen. Ansonsten hatte ich eigentlich immer die ECR in der Hand. Und die Shotgun habe ich benutzt, um teilweise Spinnen zu killen, weil die Spinnen, Leute, die gehen mir wirklich am härtesten auf die Nüsse hier auf der Map. Ja, dann natürlich noch ein wichtiger Tipp vielleicht. Immer am Anfang der Runde erstmal so eine halbe Minute circa warten. Die Zombies halt, ihr könnt die Zombies halt schon killen, aber die Infizierten spawnen ja immer am Anfang der Runde, wenn welche spawnen, und dafür braucht ihr halt den Totenkopf. Verwahrt euch den dafür dann auf am Anfang der Runde. Und wenn ihr merkt, es spawnen keine, dann spammt den Totenkopf einfach, weil in der Mitte oder am Ende der Runde kommt keiner mehr in der Regel, ja. So wie ich das festgestellt habe. Und was mir gerade noch eingefallen ist, ich habe immer so gespielt, die Spinnen können ja die Wände zumachen. Also die Eingänge zumachen. Und ich habe immer so gespielt mit dem Eingang offen, weil ich hatte es einmal, meine ich, dass die Spinnen dann oben den Eingang zugemacht haben, und dann war der Spawn da unten in dem Bunker so krass, dass sie wirklich von überall kamen und man konnte kaum noch irgendwie richtig laufen. Und natürlich, ihr baut das Schild noch da unten hin, aber das seht ihr auch im Video. Ist ja, denke ich mal, selbstverständlich. Und ja, das war's eigentlich. Mir fällt jetzt eigentlich nichts mehr ein, was wichtig wäre zu erwähnen. Ja, wie gesagt, holt euch am besten Witwen, also Widowswein. Das war extrem gut, habe ich festgestellt in dem Bunker. Ja, ich würde sagen, mit Stamina Up, Jugger, und dann ist Witwenmacher das drittwichtigste, wenn nicht sogar zweitwichtigste Perk für mich zumindest. Weil da unten kriegt man schon echt oft Hits so von der Seite und so, und dann, wenn die ganzen Zombies geslowmod werden. Erstens ist es richtig gut, wenn ihr den Mutierten habt, der boxt sie dann alle weg, weil die in einer Reihe stehen und die Zombies den Mutierten nicht hauen können, weil sie ja verlangsamt sind. Und zweitens ist es gut, ihr kriegt halt keine Hits mehr, und
ihr könnt nicht mehr so schnell eingekesselt werden und so weiter. Weil da unten in dem Bunker, ich hatte eine Situation, das war auch mein erster Down in Runde 72. Da hatte ich keinen Totenschädel mehr. Mein Mutierter war gerade, also war gerade, keine Ahnung, ist nicht getriggert. Und mein Dead war jetzt auch nicht getriggert und ich wurde direkt eingeschlossen und ich konnte gar nichts mehr machen. Ja, und mein Widow's Vine war da, glaube ich, leer. Ich hatte die Granaten nicht mehr. Deswegen immer darauf achten, dass ihr Widow's Vine am Start habt und die Granaten habt dafür. So, ja, das war's. Ich bedanke mich vielmals fürs Zuschauen bei euch. Schreibt mir mal bitte in die Kommentare, wie ihr, ob ihr die Strategie gut findet. Ob ihr vielleicht ein paar Tipps mitnehmen konntet. Und ja, wenn ihr diese Strategie spielt, schreibt mir bitte eure Rundenanzahl, wie weit ihr gekommen seid in die Runde. In die Kommentare. Und vielleicht schreibt mir mal bitte, wie andere Spots, die es noch gibt. Wenn es da... Ich meine, das ist jetzt Tag 3, wo das DLC draußen ist. So viele Spots wird es noch nicht geben. Da wird es in Zukunft auf jeden Fall viel krassere Spots geben. Das ist keine Frage. Aber das ist schon mal ein guter Spot zum Anfang und zum Trainieren auf der Map auf jeden Fall. Und naja, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Und ja, Leute, haut rein. Schönen Tag.